Das Topspiel des vierten Spieltags lautet natürlich RB Leipzig gegen den FC Bayern München. Leipzig aber doch enttäuschend durchaus in die Saison gestartet. 3 Punkte nach 3 Spielen, da ist noch Luft nach oben. Bayern immerhin mit 7 Punkten. Schauen wir auf die Aufstellung. Gulaschi im Tor, Angelinho, Orban, Shimakan und Klostermann in der Viererkette. Doppel-6 mit Adams und Haidara besetzt. Nkunku über links, Szoboszlai über rechts, Olmo auf der 10 und in der Spitze André Silva. Gulaschi war ja noch fraglich, verletzte sich am Kopf, aber wurde durchgecheckt und konnte hier auflaufen. Bayern mit Neuer im Tor, die Viererkette von rechts nach links mit Stanisic, Süle, Upamecano und Davis, Goretzka und Kimmich vor der Abwehr, Müller auf der 10, Musiala über links, Gnabry über rechts und in der Spitze Robert Lewandowski. Der FCB in den schwarzen Trikots wollte hier von Beginn an klar machen, wer denn doch wieder in dieser Saison der haushohe Titelfavorit ist. Und es klappte ganz gut. Goretzka, Müller für Musiala. Der hat gleich nochmal das Auge für Müller. 6 Minuten gerade mal gespielt und es steht 1:0 für den FC Bayern. Leipzig überrascht und überrannt. Gulaschi wusste auch nicht so recht, wie ihm da geschieht. Zu viel Platz für Musiala. Den darf er da nicht bekommen. Müller schiebt dann ein. Der holpert und stolpert ein bisschen über die Linie. Gulaschi kommt nicht mehr rechtzeitig runter. Sieht auch nicht ganz glücklich aus. Aber ein großer Vorwurf ist dort dem ungarischen Keeper nicht zu machen. Leipzig davon aber durchaus angespornt. Sie versuchten sich nach vorne zu arbeiten, ließen dann aber solche Kontersituationen zu. Lewandowski wieder auf Musiala, sehr auffällig der linke Mittelfeldmann. Alphonso Davies legt zurück zu Müller und Peter Gulaschi muss parieren. 23. Spielminute, Bayern wirklich mit sehr guten Umschaltsituationen. Da war Leipzig logischerweise durch das frühe 0:1 gefordert, nach vorne zu spielen. Und das wurde ein ums andere Mal ziemlich gefährlich. Der anschließende Eckstoß von der rechten Seite. Joshua Kimmich legt sich den Ball zurecht. Bewegung im Strafraum auf den Elfmeterpunkt getreten. Goretzka setzt den Kopfball etwas so ran. Setzt sich da gut durch im Duell gegen 2 Leipziger. Zu zentral und zu hoch, dieser Kopfball. Nach 45 Minuten stand es 0:1. Thomas Müller, wie gesagt, mit dem frühen Treffer erzielte das verdiente 1:0 für die Gäste, das sich die Münchner dann im Nachhinein auch auf jeden Fall verdienten. Durchgang 2 ähnlich geführt. Bayern weiterhin sehr ballsicher. Leipzig lief das manchmal ein bisschen zu schnell ab. Goretzka, 59. Minute. Da konnte man als Leipziger Torhüter schon durchaus etwas ungemütlich werden, wenngleich der Ball wohl vorbeigegangen wäre. Es klappte nicht 100% mit dem Spiel, das sich Leipzig hier vorstellte. Etwas über eine Stunde gespielt. Dieser Freistoß kommt direkt zurück. Lewandowski legt quer. Goretzka nochmal zurück zu Joshua Kimmich. Die Szene immer noch heiß. 0:2. Leon Goretzka. So darf man den FC Bayern München nicht einladen. Der nimmt sowas gerne an. Prompt steht es 0:2. Einfach wacher in dieser Situation. Und die Aufgabe für Leipzig wurde ziemlich groß. Aber die Bayern, ab und an können sie ja mal nicht so gut mit Vorsprüngen umgehen. Der erste FC Köln zeigte das auf und RB Leipzig wollte daran festhalten. Olmo bleibt eigentlich hängen, aber dann bringt Süle Neuer in Bedrängnis und Angelinho danach setzt, sorgt dafür, dass Dani Olmo frei zum Schuss kommt
aus 12 Metern den Ball dann nur noch rüberdrücken muss. Gut gestört von Angelinho. Neuer ist da auch nicht aus der Verlosung zu nehmen. Das war einfach sehr schlecht gelöst und plötzlich eben nur noch 1:2. Das Ergebnis wieder offen. Doch der FC Bayern München wurde nicht nervös, sondern spielte weiterhin unbehelligt nach vorne. Robert Lewandowski. Müller legt zurück zu Serge Gnabry und was ist das bitte für ein Abschluss? 76. Minute. 2 Tore Vorsprung wieder hergestellt, 3:1 und was für ein Tor. Wie wuchtig kann man draufhalten? Ein klares Ja steht hinter dieser Frage als Antwort. Das brach Leipzig jetzt auch tatsächlich das Genick. Der FC Bayern hatte noch mehr Spielspaß und versuchte noch zu erhöhen. Lewandowski, Thomas Müller, wieder Leon Goretzka, der setzte sich oft nach vorne mit ein, bekam dort auch Freiheiten, die ihm eigentlich nicht gewährt werden dürften. Es blieb am Ende jedoch beim 1:3. Geht vollkommen in Ordnung, dieses Ergebnis. Das Topspiel des vierten Spieltags geht's an die Gäste, an den FC Bayern München Leipzig. Unter dem Strich eine Nummer zu schwach heute drauf, auch nicht in Topform, und so kommt dieses Ergebnis dementsprechend auch zustande.